37, 65, das war die Zeit von Iveta Puntalova. Und diese Zeit gilt es zu toppen, ansonsten ist sie heute die zweifache Siegerin in Dietzhausen 2019. So, jetzt können wir einklatschen hier auf der Zielgeraden, die letzten 100 Meter für die Mädels in diesem Ziellauf. Genau, wackelig die Truppe mit der 514, Ronja Bock aus Appenzell. Die Schweizerin, augenweit aufgerissen, läuft sie ins Ziel in 41,45. Damit bleibt die Bestzeit bestehen von Iveta Puntalova.